Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Ordinary Man von Ozzy Osbourne in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ordinary Man von Ozzy Osbourne. Das Ganze am 21. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 12. Album von Ozzy Osbourne. Es ist ewig her, dass es ein Album des guten Mannes gab. Im Juni 2010 erschien das letzte Soloalbum von ihm. Bedeutet, es ist mittlerweile knapp 10 Jahre her. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, es ist kein Gatefold, es ist tatsächlich hier nur eine ganz reguläre Vinylhülle. Wir werden hier einmal einschneiden, der Länge nach durchziehen und dann schauen wir mal, dass wir den Inhalt hier rausbekommen. Jawohl. So. Und dann schauen wir uns nochmal das Ganze hier an. Wir haben hier oben einmal den Namen des Interpreten Ozzy Osbourne. Genau dieser ist dann auch hier zu sehen. Mit aufgerissenem Mund, einer schwarzen Melone auf dem Kopf und dann haben wir hier noch schwarze Flügel hinter ihm. Also sieht echt heftig aus, so nach Dämon. Ordinary Man lesen wir hier unten, das heißt auf Deutsch so viel wie gewöhnlicher Mann. Auf der Rückseite haben wir ihn dann von hinten und es sieht so aus, als würde er hier scheinbar in dieses Beet, in diesen umrahmten Bereich hier rein pinkeln. Auch ein interessantes Motiv. Dann haben wir hier auf der, in diesem Fall A-Seite, auch wenn es hier mit einem Kreuz gestaltet ist, aber auf der ersten, auf der A-Seite, haben wir dann hier 1, 2, 3, 4, 5 Tracks und ein Feature von Elton John. Und auf der B-Seite haben wir dann auch nochmal 5 Tracks und hier ist dann noch ein Feature mit drauf von Post Malone. So, hier haben wir dann noch den Executive Producer und die Beteiligten hier drunter und hier rechts unten gibt es noch einen Barcode. So, dann packen wir das Ganze mal zur Seite und schauen uns an, was hier genau so drin ist. Wir haben zum einen mal die Vinyl an sich, die kommt hier in so einer Hülle. Freut mich schon mal sehr. Die Hülle ist nämlich nicht einfach nur schlicht in schwarz oder in weiß gehalten, sondern wir haben hier das Ganze gestaltet. In der Mitte gibt es eine riesen Fledermaus mit aufgespannten Flügeln. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks inklusive der gesamten Lyrics und der gesamten Credits. Also hier wirklich, auch wenn es dann speziell die Credits unten sehr klein gedruckt sind, aber wir haben dann hier tatsächlich Lyrics und Credits, die hier sehr ausführlich sind, Track für Track abgetippt. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Man kennt ihn ja für den Biss in die Fledermaus. In diesem Fall wird hier scheinbar in eine Schlange gebissen. Und hier haben wir dann auch noch weitere Lyrics, weitere Credits und hier zum Abschluss dann auch noch die Album-Credits. Jawohl. Also die gesamten Infos hier im Überblick. Dann lässt sich das Ganze hier oben öffnen und wir kommen zur Vinyl. Die ist in schwarz gehalten, auf der ersten Seite hier das reguläre Kreuz. Hier haben wir die ersten 5 Tracks. Und auf der Rückseite, in diesem Fall das Kreuz hier mit so einem Querstrich noch, also ein ja, Doppelkreuz, sage ich jetzt mal, haben wir dann die weiteren 5 Tracks. Die Vinyl ansonsten ganz klassisch in schwarz gehalten. Packen wir wieder in die Hülle. Dann haben wir mit dabei 3 Kunstdrucke. Und zwar sind das hier so große quadratische Bilder hier auf so einem dicken Fotopapier. Einmal dieses hier. Die Rückseite ist blank weiß. Dann haben wir einmal dieses hier, ein schwarz-weiß Foto. Und der dritte Kunstdruck hier dann mit dem Stab, mit dem Stock hier zwischen den Zähnen, ebenfalls in schwarz-weiß. Jawohl, also 3 Kunstdrucke, allesamt quadratisch und von der Größe her
genauso groß wie die Vinyl von den Ausmaßen her. Und als letzten Boxinhalt, als letzten Vinylinhalt, haben wir dann hier noch so einen kleinen Zettel, so einen kleinen Flyer. Ozzy Osbourne, Ordinary Man, das Cover. Und auf der Rückseite haben wir den Downloadcode zum Album. Bedeutet, hier verdeckt von meinem Messer haben wir dann hier den Downloadcode. Und dann kann man hier auf der Seite wearevinyl.com mit diesem Code das Album digital downloaden. Jawohl, das gefällt mir immer gut, speziell bei Vinyls, wenn man das hier mit reinpackt und somit dem Käufer die Chance bietet, das Ganze auch noch digital zu haben. So, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal der eben gezeigte kleine Zettel hier mit dem Download-Code. Dann haben wir diese drei Kunstdrucke hier, zwei davon in Schwarz-Weiß, einer in Farbe, allesamt quadratisch. Dann die Vinyl, A- und B-Seite mit insgesamt 10 Tracks, die kommt hier in diesem Sleeve. Und das alles gibt es natürlich in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Ordinary Man von Ozzy Osbourne. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ozzy Osbourne unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.